Gerade in den letzten Tagen hat sich in diesem Bereich wirklich was Interessantes getan und was Neues auch für mich. Die Menschen beginnen, Wege zu sehen. Jetzt sehen sie nur Nebel und wissen nicht, wo ist der Weg. Und diese Verbindungen, die ich jetzt habe, ermöglichen dann den Menschen bei den Durchsagen, dass sie besser den Weg erkennen. Ich grüße euch alle ganz, ganz herzlich und heute habe ich ein Interview mit einer ganz, ganz besonderen Interviewpartnerin und ich habe mich so gefreut, dass sie zugesagt hat, als ich angefragt habe, Sandra Lau. Viele von euch kennen vielleicht schon ihren YouTube-Kanal. Sie ist auch Dolmetscherin der geistigen Welt und channelt Botschaften für uns alle. Und ja, herzlich willkommen, Sandra. Ich freue mich von Herzen, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung und für dieses Interview. Ich bin schon gespannt, wie sich das entwickeln wird, unser Gespräch, weil wir kennen uns ja nicht persönlich und so können wir uns jetzt auch besser kennenlernen. Vielen Dank für deine Einladung. Danke dir. Sehr, sehr gerne, Sandra. Sandra, was ist deine Leidenschaft hinter deiner Arbeit? Weil ich finde es so toll, ich verfolge dich schon seit Jahren und du bist so konstant immer irgendwo für die Menschen da. Was ist da deine Leidenschaft dahinter? Ich bin konstant. Ja, toll. Vielen Dank für dieses Kompliment. Diesen Eindruck habe ich von mir selber nicht. Also ich habe schon meine Auf und Abs und muss dann wieder bewusst hinschauen, was ist jetzt da gerade bei mir los und wie kann ich mich wieder stabilisieren. Also du sagst schon richtig, ich bin im Grunde schon in einer gewissen Stabilität und muss auch nicht mehr so tief in das eine oder andere Thema rein. Und doch muss ich immer schauen, dass ich in der Waage bleibe. Was mich motiviert ist, ich denke so meine oder eine meiner Seelenaufgaben ist, Vermittler und Verbindung zu sein von A nach B. Informationen, die die Menschen nicht erhalten, nicht sehen, nicht verstehen können, dass ich der Vermittler bin und die Menschen dadurch mehr Informationen bringe, sie dadurch beruhige, dass sie besser Dinge verstehen können. Und das motiviert mich, weil ich immer ja, hochinteressiert bin. Ja, was gibt es denn da und was ist denn auf dieser Seite und wie bringe ich es darüber, dass die Menschen das verstehen? Also du spürst schon, es sprudelt in mir und ich habe Riesenfreude dabei. Ja, das motiviert mich. Das ist mein Bereich. Ja, super. Das spürt man auch. Ganz, ganz wunderbar. Und wie hat sich für dich... Für uns alle hat sich ja die Welt mit Covid mehr oder weniger verändert und diesen ja, anderen Umgangsweisen Menschen untereinander mit den Masken oder dass man sich nicht mal persönlich treffen kann. Wie hat sich die Welt für dich seit Covid verändert oder wie hat es auch deine Arbeit verändert? Interessanterweise, bevor das mit Covid begonnen hat, habe ich schon den Impuls von der geistigen Welt erhalten oder auch von meiner Seele, meine Einzelberatungen, Einzelsitzungen abklingen zu lassen. Und da habe ich mir fast ein ganzes Jahr Zeit gelassen, dies zu reduzieren, mich darauf einzustellen, ja, was mache ich denn jetzt? Und habe dann mit den Webinaren begonnen, die wunderbaren Anklang gleich gefunden haben. Also es hat mich auch sehr verblüfft. Und dann kam Covid und dann wurde mir einiges klar, warum mich die geistige Welt jetzt da so hingelenkt hat. Lass das jetzt mal, die Einzelsitzungen, jetzt kommt ein neuer Bereich. Ich hatte beim Webinar so das Gefühl, ich muss mehr nach außen gehen, mehr Menschen erreichen. Aber in Wirklichkeit hat mich die geistige Welt auf die neue Arbeit vorbereitet, im Grunde auf Covid vorbereitet. Und somit hat mich das gar nicht so überrumpelt, wie viele Menschen
jetzt mit Existenzängsten und solchen Dingen konfrontiert werde. Für mich ist Covid, um auf deine Frage zurückzukommen, interessant, mich selber besser kennenzulernen und die Menschen und dessen Probleme besser kennenzulernen. Aber viele Menschen, nicht nur einzelne Personen, einzelne Menschen, wie bei der Einzelsitzung, sondern viele. Und ich habe kein Problem mit Covid, wenn ich das so sagen darf, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich finde es eine sehr wichtige Erfahrung und Erlebnis für die Menschen, abgesehen jetzt von Ängsten und Tod und mit dem, was die Menschen konfrontiert werden. Aber da können ja du und ich, wir sie mit den YouTubes unterstützen, dass es ihnen gut, also besser über diese Zeit hinweg hilft. Ja, genau. So empfinde ich das auch. Vielen lieben Dank. Und wie empfindest du dieses Jahr 2021? Irgendwie haben wir ja alle gedacht, 2020, boah, das war mega anstrengend. Jetzt 2021 klingt alles ab und es wird leichter. Und ich habe so das Gefühl, wir sind gerade wirklich so mitten im Sturm. Wie erlebst du das? Oder hast du persönlich Herausforderungen aufgrund der Situation gerade oder dieser extremen Energie? Ja, ich habe persönliche Herausforderungen, weil mein Ziel ist, oder eines meiner Ziele, noch bewusster zu werden, was da in erster Linie in mir spürbar ist und eben dieser Wirbel im Außen, wie du sagst. Also da ist mega viel los und lernen, mit diesem Ganzen umzugehen, ist nicht immer einfach, aber ich habe ein schönes Zuhause. Ich kann immer wieder alle Türen und Fenster schließen und habe hier meine Ruhe. Ich habe eine wunderbare Partnerschaft, einen verständnisvollen Mann. Und das unterstützt mich in diesem Wandel. 2021 ist für mich auch eine Vorbereitung auf 2022. Ich habe da gleich gedacht wie du, so ja jetzt, 2020 war Wirbel, 2021 können wir ernten. Ja, denkste. Ja, das ist für mich so eine Vorbereitung auf das 22, wo ich glaube, wirklich sagen kann, da sind jetzt so viele Menschen bewusster, dass sich viel auf der Welt verändern wird. Also da bin ich mir zu 99,9% sicher. Ja. Gut, ich kann mich auch täuschen, aber ich habe ein gutes Gefühl. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht und ich arbeite auch gerne mit den Zahlen. Numerologisch ist 2022, die ganzen Zweier, die machen uns bewusst, dass wir da in eine gewisse Meisterschaft hineingehen, auch gewisses Bewusstsein schon da ist. Also es ist schon sozusagen eine Meisterklasse der Meister. Ach so, das finde ich ist interessant. Beschäftigst du dich schon länger mit Zahlen an sich? Und ja, auf jeden Fall. Also die Zahlen sprechen einfach zu mir. Irgendwann hat das irgendwie angefangen, eigentlich schon ziemlich lang, also dass ich eine Beziehung zu Zahlen habe und und sie mit mir sprechen. So kann ich es vielleicht am ehesten sagen, ja, so wie Bäume oder Pflanzen oder andere geistige Wesen mit uns sprechen, so haben Zahlen auch energetische Botschaften, die für uns alle ganz grundlegend archetypisch sind, weißt, archetypische Energien. Ja, Zahlen interessieren mich auch. Und worauf du mich jetzt dabei hingelenkt hast, eben das 2022. Du hast erwähnt, das ist das eine Meisterschaft oder... Ja. Meisterzahl, ja. Die 22 ist die doppelte 11 und die spricht davon schon von einer Erleuchtung, von einer Durchleuchtung. Die 2 ist ja das zweite Chakra, wo es einerseits um den tiefen See, das Unbewusste geht, aber andererseits, wenn wir es meistern, dann entsteht dadurch ganz viel Klarheit und wir können uns im Spiegel selbst erkennen, so ein bisschen. Sensationell. Also ich glaube, da habe ich dann schon recht, dass es nächstes Jahr ein angenehmeres und wacheres Jahr wird, ein bewussteres Jahr für die Menschen und für die Welt an sich. Ja, schöne Bestätigung von dir. Danke.
Freut mich auch. Dankeschön. Ich habe auch auf das nächste Jahr noch gar nicht so arg den Fokus gehabt. Immer noch bin ich sehr stark hier. Aber da sind wir gespannt, wie sich das entwickelt. Aber das spüre ich auch gerade ganz stark, dass die Menschen aufwachen. Also gerade ist wie so eine ganz starke, massive Erwachenswelle, die ich gerade wahrnehme. Und ich finde es einfach nur schön, also an meinem Umfeld das zu erleben. Dieses Erwachen oder dieses bewusstere Werden spüre ich auch. Also ich glaube, da wird sich dann im Sommer, auch was Covid anbelangt, vieles beruhigen, vielleicht im Herbst noch mal ein bisschen aufploppen. Aber da kommt jetzt eine Welle, wo die Menschen wirklich intensiver wach werden können und auch ein bisschen Angst verändern und so weiter. Ja, das wird sicher sehr interessant. Wie hat sich dein Channeling verändert, so jetzt mit der Zeit? Sind da, also ich bin ja sehr, sehr verbunden mit Sternenwesen und Außerirdischen. Hat sich das bei dir auch irgendwie verändert, dass da neue Kontaktpartner sozusagen aus der geistigen Welt jetzt da sind? Gerade in den letzten Tagen hat sich in diesem Bereich wirklich was Interessantes getan und was Neues auch für mich. Früher war es so, dass ich verschiedene Energien gechannelt habe, verschiedene Wesenheiten. Ich wollte immer nur ein Wesen channeln, wie andere den aufgestiegenen Meister Saint Germain channeln oder Engel, einen ganz bestimmten. Das wollte ich immer so haben. Das ging bei mir nie. Da habe ich das so 10 Jahre circa oder 12 Jahre so erlebt mit den verschiedensten Energien, verschiedensten Wesen. Habe dadurch auch viel kennenlernen dürfen, auch weniger Gutes. Gehört auch dazu, diese Erfahrung. Und jetzt ist es so, dass wie wenn ich wirklich dahin komme und nur eine oder zwei Energien channele, beziehungsweise in Verbindung mit diesen bin. Und die bringen, wie soll ich das erklären? Ich will nicht sagen das Neue, aber etwas, wo die Menschen, genau, ah, okay. Ist immer gut, wenn man ab und zu Inputs bekommt. Die Menschen beginnen, Wege zu sehen. Jetzt sehen sie nur Nebel und wissen nicht, wo ist der Weg. Und diese Verbindungen, die ich jetzt habe, ermöglicht dann den Menschen bei den Durchsagen, dass sie besser den Weg erkennen. Ah, da geht es jetzt lang. Und das sind interessanterweise nur zwei Energien oder zwei Wesen. Ja, da hat sich wirklich viel verändert. Magst du von den zwei Wesen ein bisschen was verraten? Ja, ich kenne sie selber noch nicht. Sie fühlen sich sehr gut an und das ist bei mir ganz, ganz wichtig. Wie auch bei dir beim Channeln. Ich will fast sagen, muss man sich immer wohlfühlen, sonst ist da etwas nicht ganz richtig. Und ich fühle mich bei diesen beiden sehr, sehr wohl. Vorgestellt haben sie sich mit Namen bei mir noch nicht. Vielleicht haben sie auch gar keine Namen. Keine Ahnung. Genau. Aber das wird sich dann noch zeigen in den nächsten YouTubes oder in den nächsten Tagen. Mal schauen. Also ich weiß noch nicht viel über sie. Ah, das finde ich sehr, sehr spannend. Da bin ich gespannt, was sich da herauskristallisiert. Ich auch. Weil auch bei mir hat sich das so mit der Zeit entwickelt. Erst habe ich mal angefangen mit Engel und dem, was man so üblicherweise kennt, sage ich mal. Und dann hat sich das verändert. Wie würdest du sagen, hat sich deine Arbeit verändert in Bezug auf das, was du den Menschen weitergeben oder mitgeben kannst? Ja, ich würde, Entschuldigung, ich würde sagen, früher habe ich den Menschen erklärt, wie sie sich leichter tun, um das Leben zu handeln oder mit ihren Emotionen oder Gefühlen oder Krankheiten umzugehen. Jetzt ist es so, dass ich mir berichte, was gerade abgeht in mir, in meinem Leben, was ich gerade empfinde. Ich sage nicht mehr den Menschen, das wäre hilfreich oder so wäre es gut, sondern ich plaudere
sozusagen aus meiner Erfahrung und aus meinem Leben. Da hat sich wirklich auch viel verändert in der Arbeit. Ja. Ich gebe also keine Konzepte oder Schemas oder Hinweise schon, aber ich berichte mehr so über meine Empfindungen. Schön. Und dann können die Leute einfach von dieser Energie das nehmen, was sie im Grunde brauchen. Also du gibst weniger vor, die Richtung, sondern du lässt ihnen die Freiheit wie bei einem Menü. Ich serviere dir ein vielfältiges buntes Menü. Ja, das ist ein super Beispiel. Das ist ein tolles Bild. Ja, genau. Und da können sie dann rauspicken, was gefällt mir, was passt zu mir, und alles andere können sie beiseite schieben. Ja, ist ein gutes Bild. So. Was sind das für Webinare, die du machst? Magst du noch ein bisschen was dazu sagen, was du da genau anbietest? Auch hier haben sich die Webinare verändert. Früher habe ich den Menschen erklärt, wie kommen sie besser zur Geldenergie, also nicht zum Geld an sich, sondern zur Geldenergie. Wie können sie mit ihren medialen Fähigkeiten besser umgehen? Wie können sie das geistige Sehen verstärken? Wie können sie besser mit fremden Energien umgehen? Und so weiter. Jetzt sind die Webinare so aufgebaut, dass ich mit der geistigen Welt zusammenschaue, was ist gerade Thema? Was steht jetzt gerade an? Was empfinde ich? Wie fühlt sich Deutschland für mich an? Die Schweiz oder Österreich? Wie fühlt sich das an? Aha, die so, die so, die so. Die brauchen das, die das, die das. Und so ergibt sich dann das Thema und das Webinar. Also aktuelle Themen werden angesprochen. Schön. Und die machst du einmal im Monat oder wie? Genau, ich verlinke ja deine Website unter dem Video, dass die Leute das finden können. Und da kann man sich dann einfach anmelden, wenn man Lust hat, ein Thema einem anspricht. Oder ich meine, wenn es kein direktes Thema gibt, aber dann einfach. Genau, genau. Also ich mache das einmal im Monat. Ich schaue, dass sich das immer einmal im Monat gut ausgeht, weil ich doch auch Vorbereitung brauche mit der geistigen Welt und den Energien, die jeweils zu diesem Thema da sind, und schaue, dass ich das so einmal im Monat handhabe, und wird dann veröffentlicht und da kann sich jeder einklicken, den dieses Thema anspricht. Wunderbar, vielen Dank. Ja, liebe Sandra, vielleicht noch eine Frage, weil ich denke, auch unsere Körper sind gerade extrem gefordert. Und vielleicht auch ein Tipp, den du anderen weitergeben kannst, die jetzt gerade körperlich wirklich diese Herausforderung in dieser besonderen Situation erleben. Was sind da so deine Tipps oder vielleicht Rituale oder irgendwas, was du gerne teilen magst? Der liebe Körper ist so ein Riesenspektrum und jeder ist ja total verschieden, gibt keinen gleichen Körper. Aber im Grunde ist es, so glaube ich, einfach wichtig, eine gute Verbindung mit dem Körper zu haben, lernen, ihn zu hören, zu fühlen und dann zu schauen, was braucht er heute. Ich habe die Empfindung, dass der Körper momentan sehr viel Ruhe braucht. Ich bin so eher der Bewegungstyp und ich mag auch Sport, besonders Ausdauer liebe ich. Und trotzdem merke ich zurzeit lieber sanften Sport durchzuführen, weil er rasch ermüdet. Also hier einfach auf den Körper gut hören und dann kann einem im Grunde nichts passieren. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen, dass man den Körper gut wahrnimmt. Da habe ich auch diese Ernährung ausprobiert, das ausprobiert, viel Sport ausprobiert, wenig. Man muss da ein bisschen selber schauen, was tut mir gut, und wirklich vieles einfach ausprobieren. Dann kommt man schon in seine Ruhe und Stabilität.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich denke, das ist wirklich für uns alle gerade sehr, sehr wichtig und das spüre ich auch. So genau wie du. Sanfter Sport tut mir gut, sanfte Bewegung, Bewegung brauche ich, aber ich spüre ganz genau, wenn es zu viel wird und ja. Ach, du hast da auch eine sehr, sehr gute Körperverbindung. Das sieht man dir schon an. Also du strahlst du auch. Ich kann sonst die Aura während deinem Video nicht sehen, aber deine sehe ich. Und die ist wirklich kräftig und das zeigt einfach, ja, diese Frau weiß, mit ihrem Körper umzugehen. Super. Wow. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Sehr Sandra. gerne, sehr gerne. Ja, ich bin auch verblüfft, was mir die geistige Welt oder deine geistige Welt mir erlaubt, bei dir zu sehen. Ja, das muss man auch lernen zu handeln, wenn man plötzlich beginnt, etwas zu sehen, dass man trotzdem ruhig bleibt und nicht gleich ausflippt, sage ich mal. Ja, super. Ja, Gut. dann herzlichen, herzlichen lieben Dank, liebe Sandra, für dieses schöne, wunderbare Interview. Ich danke dir von Herzen und für alle da draußen, die Sandra noch nicht kennen, ich verlinke ihren Kanal und ihre Website unter dem Video. Dann könnt ihr gerne schauen und mal das eine oder andere Webinar ausprobieren. Ich danke dir vielmals auch auf diesem Wege und für deine Einladung und möchte dich gerne einladen, auch ein Video zu machen. Und ich hoffe, du bist dabei im Anschluss. Ja, Super. gerne. Okay, dann machen wir dann jetzt gleich im Anschluss ein Video, ein Interview, wir beide. Ja, Okay, danke dann bis gleich. schön. Tschüss. Tschüss.